Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wie ihr seht, VW Parking Only. Wir halten uns dran, aber ob sie das Gerät in der Halle drinnen haltet, sind wir nicht so sicher. Deswegen springen wir einfach einmal rein. Ja, und so schnell sind wir herinnen. Und zwar, wie ihr seht, VW Parking Only. Irgendwas funktioniert da nicht so ganz. Aber richtig feines Gerät. BMW 335i und ich hätte mal gesagt, der das Ganze da gebaut hat, stellt sich einfach einmal vor. Ich bin der Ritschi, 25 aus Murte, war am wunderschönen 335i in 54. Tuning ist für mich eine Leidenschaft, da was eigentlich viele Leute leben. Das Tuning hat angefangen bei mir durch die Bekanntschaften. So die ganzen Leute, die ich immer gesehen habe, wie ich klar war, seit sie auf dem Parkplatz gestanden sind, zusammen Spaß gehabt haben, ein lautes Herz auch haben. Das hat mir einfach taugt und haben mir gedacht, ja, wenn ich später mal alt bin, werde ich mir auch fest Tuninggerät kaufen. Ja, jetzt habe ich es eigentlich auch geschafft. Bin relativ stolz auf mein Auto. War schon einiges eingesteckt, viel Geld, Zeit investiert, viel geschwitzt, viel Angst gehabt, dass irgendwas hin wird. Und jetzt bin ich eigentlich froh, wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre oder so, oder zu den Treffen fahre, weil ich einfach ein schönes Herz haben kann. Dass die Leute feiern. Ich habe mir deswegen einen BMW gekauft. Erstens, weil sie gut ausschauen, weil die 6-Zylinder saumäßig stark sind, haben viel Tuningpotenzial. Macht auch richtig Spaß, das Auto. Fahrverhalten und so, alles Mögliche. Ich meine, ich bin nicht markenfeindlich. Ich darf mir einen Audi auch kaufen. Aber deswegen BMW einfach, weil sie einfach schön sind, geil zum Fahren sind. Und derjenige oder diejenigen, was mit BMW fahren, die wissen, was ich meine. Ja, und jetzt sind wir da beim London Ritschi. Der Name wird halt einfach nicht mehr los. Richtig geiles Gerät, BMW 335i in einer ganz speziellen Farbe. Ritschi, wie bist du auf die Idee gekommen? Es gibt 5 Millionen andere Farben. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du sagst, passt, mein Auto wird türkis? Tja, auf die Farbe bin ich gekommen. Eigentlich war das ein relativ eine Rauschaktion. Ich wollte eigentlich nur die Schäden ausbessern, was das Auto gehabt hat. Und mir gedacht, ja, schwarz ist eigentlich doch wieder langweilig. Ne? Auf Instagram habe ich geschaut, habe ich gesehen auf Instagram von Amerika. Und mir gedacht, die Farbe brauche ich. Habe ich gleich Farbkarten rausgezogen, habe eigentlich nichts gefunden. Ja. Haben wir selber was zusammengemischt. Okay, das heißt, die Farbe gibt es eigentlich nur einmal auf einem. Genau, also in dem Farbton, also genau wie es zusammengemischt ist, gibt es nur einmal. Okay, sehr geil. Da fällt ja eigentlich was auf den Auto, oder? Also, eigentlich kennt man das Auto ja ein bisschen anders und eigentlich gibt es ja von deinem Auto eine kranke Version. Liebe Grüße an James Dean von genau. Der BMC. Für alle, die das nicht kennen, gebt es einmal ein bei YouTube, Driftmasters JP, James Dean. Dann werdet ihr auf einmal irgendwie so ein bisschen den Klon sehen. Du hast ja normalerweise die Falken. Tires für die oben drauf. Genau. Der kommt für nächstes Jahr wieder auf. Genau, der kommt wieder auf. Weil erstens mal ist die Folie mehr geil. Zweitens mit Auto trifft er natürlich eine Folie. Ja, dann werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch dein Auto bei der DMC sehen. Oder die DMC bei deinem Auto. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall werden wir da schauen, dass wir vielleicht einmal die zwei Autos zusammen tun. Das heißt, das Auto von James Dean und das Auto vom Long Dong Ritschi aus dem Murtal. Grüße gehen raus, gell? Alles eintragen. Nein, alles eintragen. Das sind wir jetzt immer bei dem Thema. Natürlich ist immer alles eintragen bei den Geräten. Wir haben da von Maxen Design. Genau. Hast du einmal den kompletten Rundum Verbau im Endeffekt von die Lippen her. Das heißt, vorn, seitlich und hinten. Das Auto ist ein bisschen wirklich. Das heißt, du hast was verbaut? Der Technik Luftzweig. Da war noch mit der Technik-Steuerung. Okay. Eben fürs Depressieren, weil es angeblich leichter sein soll. Er wird ja vielleicht depressiert. Das heißt, Luftfahrwerk natürlich mit Begrenzer, natürlich alles TÜV-konform mit 20 Zoll Z-Performance. 19 Zoll Z-Performance. 19 Zoll Z-Performance. Von 8,5 Jahr hinten 9,5 Jahr. Ja. Ist natürlich TÜV-konform. Ja, vorne hast du die schwarzen Blenden drauf, wahrscheinlich bei den Treffen, weil es einfach geiler ausschaut. Die schwarzen Blinker, M-Spiegel, kommen wir noch auf, oder? M-Spiegel kommen wir noch auf, genau. Natürlich ganz schwarz.
Man braucht gewisse schwarze Akzente von uns. Schwarz reingehen, langweilig aus, ne? So schaut's aus, ja. Oben natürlich Dach genauso schwarz. Kurz zu deinem Blendstreifen oben, New Era. New Era. What's that? New Era ist unser Tuning-Gruppen. Okay. Sind wir zu zweit 7 Leute. Machen wir jetzt demnächst ein Merchandise auch noch. Okay. Das heißt, man wird euch nächstes Jahr dann bei den ein oder anderen Treffen mit der Mode sehen. Genau. Sehr cool. Weitere 6 Monate auf Instagram. Ein mega cooles Gerät. Wir sind da in die Hallen von am Auspuffbauer eigentlich. Genau. Der hat Schweizermotiv auch dein Gestänge unterhalb gemacht. Genau. Da das ist ein Straightpipe. 2,5 Zoll der Wahl, reicht der Wahl. Das heißt, das hat ordentlich Bums. Natürlich. Und jetzt machen wir das ganz klassisch. Wir haben einen Tag, bevor wir zu dir hergekommen sind, natürlich auf Instagram die Leute die Möglichkeit gegeben, dass ein paar Fragen stellen zu deinem Auto. Und da ist eine Frage, was wurde motorisch gemacht? Leistung, Schrägstrich, Newtonmeter. Was haben wir da circa? Motorisch gemacht habe ich Wagner Ladeluftkühler, Evo 2, Competition. Das Competition war jetzt wichtig. Dann habe ich auch noch drin andere Zündkerzen, speziell angepasst für die Software, andere Zündspulen, Ölthermostat, damit auch rauf und zu kühlen, sonst wird der viel zu die Scheiße. Dann Downpipe, Straightpipe natürlich hinter, damit man keinen Rückstau haben. Ah ja, und damit irgendwann muss das ja aussehen. Alles, was kein Miete zahlt, muss aussehen. So ist es. MHD-Software, Stage 2 Plus. Laut Leistungsprüfstand 413 PS, 550 Newtonmeter. Das heißt, ordentlich Dampf. Genau. Aber jetzt redest du die ganze Zeit von einem Straightpipe und da ist eine Frage, und du wirst jetzt lachen drüber, warum ist das Auto so leise? Ist das Auto leise? Ich hätte gesagt, du springst da mal rein und startest da mal an. Machen wir. Ja, also mit leise hat das, glaube ich, relativ wenig zu tun. Wir lassen das Auto jetzt gleich mal warm laufen, weil wir müssen immer ein bisschen einen Unfug treiben. Ja, also die Frage, warum ist das Auto so leise? Ich glaube, da können wir uns da sparen. Das Auto ist nicht leise. TÜV-konform. Was hat der Schub? Haben wir alles eingetragen? Natürlich hat der Ricci alles eingetragen. Nein, wir haben da hinten noch drauf einen wunderschönen Carbon-Heckspoiler, beziehungsweise Heckspoiler-Lippenansatz. Heckspoiler-Lippenansatz? Weiß nicht, was das heißen soll. Was? Hinten natürlich die fette Duplex-Auspuffanlage, 2,5 Zoll, aber es reicht und es ist auch natürlich schön, weil das ist immer das Problem bei den BMW. Die haben meistens so ein bisschen einen Cola-Dosen-Clown. Das kennt man auch so von den typischen alten M3 E46, wenn du da eine Supersprint-Auspuffanlage oben hast. Alles hat er dann doch nicht in der Kiste, liebe Ricci, weil er hat natürlich auch einen Kofferraumausbau und fürs Luftfahrwerk noch in schwarz. Aber das wird sich natürlich auch noch ändern. Du sollst deine filmen. Ich hab schon in der. Ich film nachher nochmal auf. Ah. Ich füge das im Hintergrund da. Was? Cut! Ja, und das war der 3er BMW vom Longdong Ricci. Und da wird es nächstes Jahr noch ein geiles Merch geben vom Ricci. Und ihr jetzt sagt, jetzt dann lassen wir mal. Wenn ich die Zeit zurückdrehen kann, ich würde eigentlich echt gar nichts verändern.